So, hallo Leute, hier ist wieder Dirk. Und zwar, ich habe jetzt eigentlich meiner Freundin versprochen, dass ich dieses Jahr kein Video mehr mache, also erst nächstes Jahr. Also über diese Sachen da. Aber es geht ja jetzt letztendlich nicht mehr über diese ganzen Fälle und über Michael, sondern ich möchte ein Video für jemanden ganz anders machen. Und zwar, ich habe eigentlich mit diesem jemanden abgeschlossen, ich habe mich auch entschuldigt und sowas. Und ich habe auch letztens schon gesagt in meinem Video, ich bin jetzt leider inkonsequent, dass ich eigentlich danach kein Video mehr machen möchte und sowas über ihn oder ihn gar nicht benennen möchte. Aber das werde ich jetzt tun. Also es geht um den Herrn Lars aus Gommaringen oder Gönningen oder was weiß ich. Es ist folgendes. Also ich fange mal kurz an. Also warum ich das jetzt mache, ist halt die ganze Sache jetzt nach diesem Urteil, wie sich derjenige dem Andreas gegenüber verhält. Obwohl er so viel Scheiße gemacht hat. Ja. Ob er jetzt eng mit dem Michael zusammen war oder nicht, das spielt in dem Sinne keine Rolle. Und ich fange jetzt mal so kurz erstmal mit meiner Sache an. Also wie gesagt, ihr wisst ja, ich habe mich bei ihm entschuldigt vor mehreren Wochen. Und habe ihn auch geblockt auf dem Handy und habe auch gesagt, ich blocke ihn also was ist blocken, ich tue ihn wegstreichen oder irgendwie, ich weiß nicht, bei den YouTube-Kommentaren. Und gut, der Andreas hat mich gebeten, das nicht zu tun, habe ich es also gelassen. Trotzdem, ich habe ja wirklich mich, also wie gesagt, entschuldigt bei ihm. Und dass mir das sozusagen, dass er natürlich seine Meinung schreiben kann und dass das halt, ich das halt falsch aufgefasst habe sozusagen. Ich habe gedacht, das wäre irgendwelche vorgefertigte Propaganda von Michael gewesen oder dagegen oder so. Aber anscheinend war es vielleicht doch seine Meinung. Und deshalb war das, was ich alles gegen ihn gemacht habe, unfair. Es tut mir immer noch leid. Das ist keine Frage. Wenn er das so gemeint hat und es könnte gut sein, dass er das so gemeint hat. So. Gut, ich habe es getan. Ich habe, wie gesagt, ich habe ihn dann, die Kommentare habe ich aber dann weiter zugelassen. Und jeder andere Mensch hätte gesagt, ein bisschen Anstand und ein bisschen Geradlinigkeit hat in sich. Er hat gesagt, okay, jetzt gehen wir mal von aus seiner Sicht, also, dass ich halt falsch liege mit allem, dass ich einen Knall habe und dass das alles nicht stimmt, was ich denke oder was ich meine. Trotzdem hätte doch jemanden, der das hat, also Anstand und Charakter, hätte doch gesagt, dass, okay, der Typ liegt zwar mit einem falsch, was er da macht und stimme ich überhaupt nicht dazu. Aber hey, der Kerl hat sich bei mir entschuldigt, er sagt nichts mehr über mich. Ich lasse es mit den Kommentaren. Ja? Klar, die Sache ist, er kann Kommentare so viel schreiben, wie er will. Das ist sein Recht, keine Frage. Das ist ein rechtliches Recht. Aber von der moralischen Komponente her ist es doch eher richtig schwach. Also nachdem ich mich entschuldigt habe. Ja, trotzdem, diese Lücke, die für ihn noch da war, irgendwie negativ zu agieren, hat er gemacht. Ja. Obwohl ich mich entschuldigt habe und ich habe ihn in den letzten Wochen nie erwähnt. Aber mein Gott, ich habe es trotzdem passieren lassen. Und wie gesagt, weil ich auch gesagt habe, ich möchte nicht mit ihm sprechen. Ich bin eigentlich in sowas jetzt nicht ganz so unkonsequent. Aber jetzt kommt es mit der Sache mit Andreas. Ja, also jetzt nach dem Urteil hat er, also er hat natürlich schon gesagt, gratuliere, flapsig und sowas. Aber ihr wisst ja alle, und Andreas weiß es auch, und derjenige, der Herr Lasler weiß es auch, aus Gunningen oder Gömmeringen oder was weiß ich, also da auch bei Mösingen und Tübingen, was er alles, oder ich weiß es auch nicht, aber was er alles Böses auf Schwäbisch geschwätzt hat über Andreas. Ja. Dass Andreas überall unten durch ist, dass das Letzte ist, dass er auch schuldig ist, dass er eben gestanden hätte, dass er gefahren ist nach Mosbach damals. Halt, ja. Und alles nur Nonsens. Und mich hat er öfters auch also angehört. Er hat gesagt, du wirst sehen, der wird verurteilt. Der Andreas ist der Einzige, der vor Gericht steht. Und er ist schuldig. Ja. Und einmal hat er auch hinterher gesagt, ich werde da sein und sowas. Und natürlich war er nicht dabei, Gerichtsverhandlungen mal wieder nicht. Und das sagt auch eigentlich schon wieder alles halt. Ja. Wie gesagt, letztes Mal im Sommer kam er auch nicht, wollten besuchen, ging auch nicht. Und jetzt wieder, du, der wird irgendwelche Ausreden haben. Er ist ja auch zu feige, Videos zu machen, eine eigene, aber immer Kommentare so, also mitmischen und aber irgendwie sich nicht zeigen können, nicht zeigen wollen, dazu zu feige halt, ja. Also aus der Deckung schießen halt. Ja.
Nur, das habe ich auch schon mal in einem Video gesagt, das geht nicht aus der Deckung schießen. Man denkt, man kann es, es geht nicht. Ja. Du siehst jetzt, wie du vom Andreas und jetzt auch ein bisschen von mir eine draufkriegst. Ja. Und kannst mir eine Unterlassungsklage schicken und mich anzeigen, es ist mir so wurscht bei dir. Ja. Und hey, ich habe mich bei dir entschuldigt und du machst weiter. Du machst einfach bei einer Sache weiter, die dich nichts. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass du mit Michael nicht gepackt hast oder irgendwie sowas, du machst, gehst, die dich nichts angeht. Wir haben dir nichts getan. Und jetzt siehst du, dass du mit allem falsch liegst, der Andreas freigesprochen wurde und sogar fast mit erwiesener Unschuld. Fast. Nicht die Zweifel waren noch etwas da, weil es konnte nicht ganz Ding ist. Und du machst trotzdem kurz Gratulation und machst genauso weiter. Ja, und wie gesagt, und immer nur kommst nicht zu Gericht, machst keine eigenen Videos und gar nichts und immer nur sozusagen aus dem Hintergrund agieren und dann ausflippen wollen, wenn man dich mal ein bisschen in der Öffentlichkeit erwähnt. Ja. Natürlich ist das dein Recht, Kommentare zu schreiben. Und letztendlich ist es ja auch so, dass man das halt in dem Sinn dann nichts tun. In dem Sinn, ich weiß nicht, ob man das, inwiefern man das machen darf oder nicht. Es gibt da schon Grenzen, hast du recht. Aber letztendlich ist es, überleg doch mal, was du für einer bist halt dann. Ja. Es wäre wirklich charaktervoll, stilgerecht gewesen, wenn du zum Beispiel bei mir erst ein hättest lassen. Ja. Und beim Andreas jetzt sich zu entschuldigen. Ja, wirklich zu entschuldigen und alles Miese, was du geschrieben hast, weil es ja jetzt erwiesenermaßen entweder absurdum ist oder zumindest große Zweifel dran stehen. Ja, dran stehen ist es, dass das Andreas so einer ist, der überall verrufen und über den jeder lacht und alles Mögliche, und die Polizisten sagen das schon mal so. Das ist ja wirklich ad absurdum geführt. Oder zumindest liegen Zweifel daran. Ja? Ja, und auch, dass er zu dir gesagt hat, dass du ihn bist. Dass er gleich gestanden hat, dass er gefahren ist, ja, oder dass er sich da und da nicht blicken lassen kann und sowas. Das ist ja alles, wie gesagt, das ist ja alles Nonsens. Oder zumindest einen starken zu halten. Anstatt zu sagen, okay, scheiße, hey. Ich schreibe von mir aus weiter Kommentare bei mir. Es ist mir. Damit zeigst du dein Armutszeugnis halt, ja. Das ist ja auch dann, auch da letztens jetzt auch beim Gericht, das war jetzt nicht ganz so negativ, das ist ja auch noch, versuchst du auch noch irgendwie so ein bisschen Negatives zu erzeugen, indem ich da keine Videos machen darf im Gericht und so. Alles nur wieder. Also, wo man eigentlich nichts Negatives schreiben kann, schreibst du was Negatives. Das ist immer, es ist unglaublich. Jetzt weiß ich, das bin ich hängen geblieben. Also wie gesagt, anstatt bei mir die Kommentare zu lassen und sich beim Andreas zu entschuldigen, schreibst du Kommentare und tust trotzdem weiter, außer mit der kurzen Ding, eine kleine Einräumung, ja alles Gute und sowas, tust du weiter da zu deinen Sachen stehen und sobald man sagt, man unternimmt was, ist, man will das dann öffentlich machen, dass wenn du dich nicht entschuldigst, ich zeig dich an, ich kann nicht. Und also nochmal von mir, schreibt die Kommentare bei mir weiter. Aber ich würde mich bei Andreas entschuldigen, weil sonst dann bist du bald vor Gericht und Andreas nicht mehr. Ne? Also weil du halt üble Nachrede, Verleumdung und alles in die Welt gesetzt hast. Ja, und das ist jetzt auch keine Drohung, sondern das ist eine Feststellung, lieber Herr Lasle, ja, aus Goa, Goa-Meringen oder ich sag aus Goa, ja, aus Goa. Aber nicht das Goa in Indien, wo sie alle Drogen nehmen, sondern das Goa in der Schwäbischen Alb. Also Göremaringen oder ich weiß es nicht. Ja? Und ich würde mich an einer Stelle entschuldigen für all diese Scheiße, die du gesagt hast. Halt wirklich. Und, vor allem auch, was die Polizisten gesagt haben sollen. Halt, ja? Also über Andreas. Ja, also, das ist, wenn der Andreas in Dienstaufsicht zum Schwede macht. Weil die dürfen das nicht. Ne? Dann ist natürlich so, sie haben es natürlich auch nicht gemacht, schätze ich mal zu 99%. Dann werden sie sich natürlich wehren und nicht anzeigen. Ja? Ja, und
Und wie gesagt, trotz alledem, das will ich dir auch nochmal sagen, stehe ich zu dieser Entschuldigung. Weil wenn du wirklich nicht irgendwie von dem Dicken oder nur in gewissem Maße manipuliert wurdest und es wirklich aus eigenen Dingen gemacht hast, dann ist es deine Meinung, auch wenn sie scheiße ist, aber deine Meinung, lass uns kommentieren halt. Ja. Aber das andere ist wirklich das Allerletzte. Und wie gesagt, man merkt, da keiner Gerichtsverhandlung da gewesen, besuchen lässt dich nicht. Nur immer Kommentare. Aber wenn man deinen Namen sagen will, im Ding ist gleich drohen mit Anzeigen, Unterlassungsklage, das zeigt, was für ein Mensch das schon bist. Es ist keine Schande, feige zu sein und sich im Hintergrund halten zu wollen. Aber es ist eine Schande, feige zu sein, im Hintergrund zu bleiben, aber trotzdem schießen zu wollen. Und das geht nicht. Das hab ich schon mal im Video gesagt. Das geht nicht. Und jetzt kriegst du eine drauf. Ja? Es sei denn, du entschuldigst dich. Du musst ja kein Video machen, sondern einfach schriftlich oder sowas halt. Ja. Überlegst dir wirklich. Ja? Würde ich mal, also von mir nicht, wie gesagt. Ich weiß nur, wie der Andreas jetzt agiert. Ja? Ja? Und Andreas weiß auch nicht, das ist auch absolut, schwöre ich dir, dass ich jetzt dieses Video mache. Der wird dieses Video gleich zwar natürlich sehen, weil es öffentlich gemacht wird, aber je nachdem, wer von euch Erster ist, wird das vielleicht sogar du es vorher gesehen haben. Der Andreas weiß davon von nichts. Ich habe jetzt nur gewisse Sachen mir angehört und alles Mögliche und von dir und wieder und bin jetzt lange Auto gefahren und habe jetzt dann gedacht, okay, ich mache jetzt dieses Video. Also ein ganzes. Genau, als allerletztes. Und dann wünsche ich dir jetzt noch ein schönes Leben. Ja, und es ist auch nicht böse gemeint. Ein schönes Leben und genau. Und vielleicht, dass du das auch jetzt wieder gerade. Okay, also, tschüss, Herr Larsle.